Hallo und willkommen zum letzten Teil der Diskussion zu Update-Protokollen. Erinnern wir uns, bis jetzt haben wir die Schreiboperation bei allen Teilnehmern unseres replizierten Speichers durchgeführt, in der einen oder anderen Form. Möglicherweise war es ein Primary, das das koordiniert hat, möglicherweise über ein geeignetes Multicast-Protokoll. Wir haben sie überall durchgeführt. Und das ist ja auch plausibel mit dem Argument, dass typischerweise in ganz vielen Anwendungen Schreiboperationen relativ selten sind im Vergleich zu Leseoperationen, sodass wir den Aufwand in die Schreiboperationen gesteckt haben, alle unsere Replikate aktualisiert haben, sodass dann die Leseoperationen sich lediglich aus ihrem lokalen Speicher bedienen konnten, ohne das mit anderen Teilnehmern koordinieren zu müssen. Und das ist in ganz vielen Situationen auch korrekt, aber vielleicht nicht in allen. Insbesondere, wenn Sie auch wieder an Ausfälle denken. Wenn Sie an Ausfälle denken und unterstützen müssen, dass Sie auf allen Teilnehmern schreiben, dann können Sie das nicht. Dann können Sie nicht mehr auf allen Teilnehmern schreiben, wenn manche Ihrer Teilnehmer ausgefallen sind. Also vielleicht lohnt es sich doch hier noch über Alternativen nachzudenken. Und lassen Sie uns dazu ein kleines Gedankenexperiment machen. Ich schreibe nicht überall, ich schreibe nur an einer einzigen Stelle. Ich schreibe nur in meinen lokalen Speicher. Das bedeutet, dass eine Leseoperation nicht mehr weiß, wo die aktuellen Daten liegen. Okay. Gut, dann muss ich das umdrehen. Nicht? Eben habe ich gesagt, ich schreibe überall und lese nur einmal. Jetzt versuche ich gerade mir zu überlegen, es umzudrehen. Was passiert, wenn ich nur an einem Ort lese? Was passiert, wenn ich jetzt sage, ich schreibe nur an einem Ort? Dann kann ja da oder da geschrieben worden sein. Damit ich sicher sein kann, dass ich den aktuellen Wert bekomme, jetzt muss ich überall lesen. Okay. Wenn Lesen selten gegen Schreiben ist, mag das die richtige Überlegung sein. Das ist vielleicht okay. Aber das größere Problem ist, dass ich jetzt nebenläufige Updates haben kann. Im Sinne von, ich aktualisiere hier, ich aktualisiere hier. Ich schreibe ja nur hier, hier, separat, unabhängig voneinander. Es entstehen verschiedene Versionen. Es entstehen Versionen basierend auf nicht aktuellem Wissen. Wie wäre es also mit folgender Zusatzregel? Damit ich sicher sein kann, dass ich auf aktuellen Daten meine Schreibentscheidung fälle, füge ich noch die Notwendigkeit hinzu, mich zu vergewissern, dass ich die aktuellen Daten besitze. Also ich füge noch eine Update-Regel hinzu, die Folgendes besagt. Bevor ich schreibe, sollte ich als Schreiber mich vergewissern, dass meine Schreibentscheidung auf der aktuellen Version der Daten beruht. Bin ich im Besitz aller Fakten? Und wenn herauskommen sollte, dass dem nicht so ist, dann muss ich vielleicht nochmal neu schreiben und so weiter. Denken Sie Transaktionssicherung an dieser Stelle. Da muss ich vielleicht nochmal neu aufsetzen. Also die Idee wäre, ich füge meinen Daten eine Versionsnummer hinzu. Ich habe für die Variable x nicht nur den Wert, den sie besitzt, 42, 17 oder 99, ich führe einen Versionszähler mit, Version 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, den zähle ich einfach hoch. Sodass das Bildchen ungefähr so aussehen würde. Ich habe jetzt hier vielleicht zwei Schreiber. Ich habe jetzt erstmal nur einen einzigen Datenspeicher und eine Variable x. Den Wert zeige ich Ihnen gar nicht. Ich zeige hier nur die Versionsnummer. Die hat Initial 0 und das haben auch alle anderen, haben Initial 0. Und ich möchte hier vom linken Schreiber aus x schreiben. Und der hat hier, ergibt bei dem Schreiben mit bekannt, dass er Version 0 besaß, bevor er seine Schreibentscheidung gefällt hat. Und das ist okay, sodass wir jetzt hier einen neuen Wert bekommen und unsere Version auf 1 hochzählen. Dieser Schreiber hier wird jetzt ebenfalls versuchen zu schreiben und ebenfalls sagen, dass er Version 0 besitzt und auf dieser Grundlage seine Schreibentscheidung gefällt hat. Das wird unser System ablehnen und sagen, nein, 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 es gibt schon Version 1. Überleg dir das nochmal neu. Je nach Größe des Datums schicken Sie gleich das Datum mit oder er muss jetzt das nochmal lesen. Das ist hier alles nicht weiter spannend. Jedenfalls, Sie sagen hier, nein, dieses Schreiben lehne ich ab, es gibt Version 1. Vielleicht, vermutlich, eventuell kommt er danach wieder an und sagt, jawohl, hier ist ein anderes X, jetzt besitze ich Version 1
und habe diese Schreibentscheidung. Und dann zählen sie hier auf Version 2 hoch und schicken das Okay zurück. Okay? Das ist diese Update-Regel. Was hat das für eine Konsequenz? Wenn ich jetzt immer noch diese Vorstellung mache, write once, also ich schreibe nur an einer einzigen Stelle, benutze aber diese Regel hier. Funktioniert das dann? Funktioniert das mit dieser Regel, wenn ich jetzt tatsächlich zwei Datenspeicher habe und mein linker Schreiber operiert mit seinem linken Datenspeicher und mein rechter Schreiber mit seinem rechten? Naja, natürlich funktioniert das nicht. Der linke wird hier sagen, er besitzt Version 0, der linke Speicher sagt auch, er besitzt Version 0 und der rechte operiert hier mit seinem rechten Speicher, sagt Version 0 und hier haben sie ja auch noch Version 0 in ihrem Datenspeicher liegen. Und schwuppdiwupp haben wir hier zwei Schreibern bestätigt, dass sie sich korrekt verhalten haben und wir haben hier zweimal Version 1, aber da können jetzt beliebige Werte drinstehen. Wir haben also keinerlei Garantie, keinerlei Zusicherung, dass wir hier Konsistenz haben. Nicht in irgendeinem Sinne, dass da die gleichen Werte enthalten sind. Okay, also das ist doof. Also so nicht. Unser Gedankenexperiment ist in dieser Form erstmal gescheitert. Mein Write Once funktioniert nicht. Aber trotzdem, diese Idee, den Aufwand zwischen Lese- und Schreiboperationen verschieben zu können und vielleicht das Schreiben ein bisschen weniger teuer und dafür das Lesen ein bisschen teurer zu machen, als das, was wir bei Schreibe überall und Lese an einer Stelle hatten. Das ist ja vielleicht gar nicht so falsch. Auch wie gesagt, die vielleicht bessere Fehlertoleranz, wenn ich nicht überall schreiben muss. Also, kann ich das irgendwie hinkriegen, dass ich diese Idee verfolge, Versionsnummern mitführe, aber doch dafür sorgen kann, dass mein Schreiber nur dann wirklich schreiben kann, wenn er die letzte Version gesehen hat, bei irgendeinem dieser Replikate. Klar, wenn ich überall frage, das geht. Es reicht aber auch, wenn Sie bei mehr als der Hälfte fragen. Wenn jeder Schreiber bei mehr als, wichtig, nicht genau gleich, mehr als der Hälfte der beteiligten Replikate fragen muss, bevor er schreibt, dann müssen sich zwei mehr als die Hälfte Teile ja an irgendeiner Stelle überlappen. Dann kann es nicht sein, dass die zwei Schreiber, wie im Bild davor, zwei Teilmengen, zwei schnittfreie Teilmengen fragen, was ist denn die neueste Version? Sondern es gibt eine Stelle, an der sich diese beiden Teilmengen überlappen und an der Stelle würden sie detektieren, dass sie eine veraltete Version besitzen, auf deren Grundlage sie versuchen zu schreiben. Das Bild sieht also so aus. Wenn ich bei mehr als der Hälfte schreiben muss, dann brauche ich ja schon mal drei Stück. Mit zweien gibt es kein mehr als die Hälfte, ohne dann wieder ganz zu schreiben. Also drei ist so das kleinste plausible Beispiel hier. Ich habe Storage S1, S2, S3, Initial Version X überall 0. Mein linker Schreiber sucht sich jetzt zufällig S1 und S2 aus und schreibt hier, bekommt hier okay zurück, ja, wir haben auch alle Versionen 0, hat hier Version 1 hochgezählt. Man sieht hier die Pfeile leider nicht so gut, aber ich glaube, Sie können es erkennen. Das sind zwei Schreibpfeile, einmal zu S1 und einmal zu S2 und es ist ein okay von S2 und es ist ein okay von S1 an den jeweiligen Weiter. So, was passiert noch? Unser Schreiber gibt jetzt hier auf der rechten Seite ebenfalls einen Schreibbefehl und der redet mit S2 und S3. Und er sagt von sich, er besitzt Version 0. Okay, S3 sagt, alles super, ich weiß auch nur, dass es Version 0 gibt, du darfst gerne schreiben. S2 sagt aber, nee, wir kennen schon Version 1. Das überlegst du dir bitte nochmal, hier ist Version 1. Okay? Unser Schreiber 1 überlegt sich das nochmal, sagt, ich habe hier einen neuen Wert für x, diesmal basierend auf Version 1. Und jetzt bekommen Sie ein Okay von diesen beiden, S2 und S3, sodass Sie jetzt hier die Version auf 2 hochgezählt haben, von 0 auf 1 auf 2. Hier haben Sie die Version von 0 direkt auf 2 gehüpft und hier sind Sie immer noch auf Version 1. Okay? Das scheint ja irgendwie jetzt die Mehrheit unserer Replikate in der Tat die aktuellste Version zu besitzen. Das ist so die Invariante, die wir hier hatten. Ne? Die Mehrheit, nach Abschluss dieser Schreiboperation, die Mehrheit unserer Replikate besitzt die aktuellste Version. Immerhin. Nicht mehr überall, aber die Mehrheit. Wo lesen wir jetzt? Als Leser will ich ja die aktuellste Version.
Klar, wenn ich überall schreibe, kriege ich egal, wo ich lese. Aber wenn ich jetzt hier nur an Teilen lese, dann muss jetzt ja auch der Leser sich mehr Mühe geben. Nicht? Jetzt muss ich wieder auch als Leser mir überlegen, wo sind denn genügend Replikate, sodass ich sicher sein kann, die neueste Version zu haben. Okay, naja, und jetzt muss man das sich überlegen, wie das zusammenpasst. Und das sind dann die sogenannten quorenbasierten Protokolle. Ein Quorum ist eine hinreichend große Teilmenge an Replikaten, sodass sie entweder eine Lese- oder eine Schreiboperation verlässlich durchführen können und sich sicher sein können, dass sie die neueste Version bekommen oder auf der Grundlage der neuesten Version schreiben müssen. Typischerweise wird man jetzt Lese- und Schreibquoren unterscheiden. Sie haben vielleicht n Replikate, n Server hier insgesamt. Zum Lesen brauchen Sie das Lesequorum nr und zum Schreiben das Schreibquorum nr. So, die eine Regel, die wir uns hier überlegt haben, war, dass unser Schreibquorum mehr als die Hälfte sein muss. Okay? Wo muss ich den jetzt überall lesen? Naja, wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Schreibquorum irgendwie so eine Teilmenge ausgestanzt hat, hier steht ja nicht irgendwas Festes, ich habe ja hier Freiheitsgrade, irgend so eine Teilmenge ausgestanzt haben muss, dann muss doch jetzt mein Lesequorum sicherstellen, dass egal wie es ausgewählt wird, der Schnitt mit dem Schreibquorum wieder nicht leer sein darf. Okay? Wie stellen Sie das sicher? Naja, eine einfache Regel dazu ist zu sagen, mein Lesequorum muss zusammen mit dem Schreibquorum größer als die Anzahl der Teilnehmer sein. Okay? Mit den beiden Regeln zusammen haben Sie eine Möglichkeit, Lese- und Schreibquoren, ein Lesequorum und ein Schreibquorum zusammen zu charakterisieren. Ich betone ausdrücklich, das ist eine mögliche Regel, quorumbasierte Verfahren zu charakterisieren. Es ist nicht die einzige. Es gibt ganz viele Varianten, wie Sie das machen können. Die wesentliche Regel ist, Sie müssen dafür sorgen, dass beim Schreiben, dass Sie Ihre Schreiberteilmenge so wählen, dass Sie sicher sind, die letzte Version gesehen zu haben, und beim Lesen sicher sind, dass Sie die letzte Version sehen müssen. Es gibt ganz, ganz viele Variationen davon. Beispiel, eine schöne Klausuraufgabe war mal, ein Quoren entlange von Binärbäumen zu charakterisieren, wo Sie jetzt innerhalb eines Baumes Lese- oder Schreibquoren aufsetzen können. Dann können Sie die Struktur Ihrer Replikate ausnutzen. Das ist dann nicht mehr nur eine amorphe Menge, sondern es ist Struktur in den Replikaten und können dadurch die Quoren nochmal deutlich verkleinern. Das nur so zum Weiterdenken an der Stelle. Okay, vielleicht zum Schluss hier noch ein paar Beispiele. Das hier wäre falsche Quoren. Ihr blaues und ihr rotes Quorum hier sind schnittfrei. Das darf nicht sein. Das hier ist der Fall, den wir uns bisher ausgedacht haben, mit dem wir bisher vor den quorenbasierten Verfahren gearbeitet haben. Dem wir gesagt haben, naja, wir schreiben überall, das ist das blaue. Und das rote, wir lesen an einer Stelle. Das ist auch das Read-Once-Write-All-Scheme. Überall schreiben, an einer beliebigen Stelle lesen. Und das hier wäre ein Beispiel für überlappende Schreiblesequoren. Ihr Schreibquorum muss größer als die Hälfte sein, das Lesequorum muss dann halt irgendwie den Rest auffüllen. Und damit haben Sie Möglichkeiten, hier hin und her zu schieben. Quorenbasierte Protokolle sind toll. Die sind auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schräg, aber die sind eigentlich wirklich gut und sind auch so gut, dass sie typischerweise in ganz vielen Systemen benutzt werden. Denn stellen Sie sich mal vor, jetzt fällt hier doch einer aus. Wenn Sie Ihr N, Ihr NW und Ihr NR von vornherein mit ein bisschen Redundanz, ein bisschen Spielraum ausgelegt haben, sodass hier auch mal einer ausfallen darf, aber trotzdem ist Ihr sozusagen Ihr NW' und Ihr N' und Ihr NR' nach Ausfall immer noch so, dass solche Eigenschaften erfüllt sind, dann haben Sie das ganz, ganz elegant und ohne irgendwelche Zuckungen in den fehlerbehandelnden Fall mit überführt. Und das fällt Ihnen in den quorenbasierten Verfahren viel leichter als die vorherigen Verfahren. Da enden Sie in 1000 Spezialfällen. Hier ist das mehr oder minder mit eingebaut, dass Sie das mit behandeln können.
Deswegen werden wir diese quorenbasierten Verfahren auch gleich in den Fallstudien nochmal sehen. So viel erstmal hierzu. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.